Hallo und herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf, der Film. Ich habe schon eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt, wir machen aber jetzt weiter bei Felsenrutschen. Ja, ich habe es ja angekündigt gehabt im Voraus, ich habe Klausuren gehabt und... Entschuldigung, wir haben keine mehr. Patrick, sie meinte, ob wir eine haben möchten. Richtig, gelangt so schnell wie möglich an das Ende der Rutsche. Wenn ihr die Zeit schlagen könnt, dann werde ich euch belohnen. Das hört sich doch mal gut an. Die Zeitherausforderung hier in der Monstergrube, ich weiß nicht mehr, wie das Level hieß, ist auch nicht mehr so wichtig. Ja, ich hatte Klausuren, habe ich ja gesagt, 2 Stück an der Zahl, ist jetzt nicht so die Menge. Es gibt Leute, die da wesentlich schlimmer bedient sind. In diesem Sinne, ja. Also von der Masse der Klausuren ist Physik als Studiengang echt sehr, sehr machbar. Ich glaube, viel, viel schlimmer ist es da, wenn man... an einer Fachhochschule studiert, also nicht an der Uni, sondern an einer Fachhochschule. Da hat man, glaube ich, mehr Module insgesamt, in denen zwar auch weniger Zeit dann pro Woche, aber trotzdem hat man dann ja mehr Klausuren automatisch, wenn man mehr Module hat. Und wenn das dann in einer Woche oder so kommt, und an der FH ist es, glaube ich, auch immer geballter als an der Uni, und dann, ja, dann ist es schlimmer. Deshalb, ich bin schon relativ zufrieden, wie es bei uns ist. Ich glaube, das kann man auch sein. Und ja, von daher, 2 Klausuren jetzt an Weihnachten ist in Ordnung. Ja, wenn das Semester vorbei ist, am Ende vom Semester, im Bereich der Semesterferien gibt es dann nochmal 2 Klausuren. Hier kann man übrigens abkürzen, das haben wir irgendwann ja schon mal festgestellt, glaube ich. Ja, diese ganzen Abkürzungen hier, die müssen wir uns alle merken für die schwere Zeitherausforderung, weil da geht es zur Sache. Denn ich schätze mal nicht, dass bei der Ringherausforderung allzu sehr Abkürzungen genutzt werden. Das bietet sich bei diesen etwas lineareren Passagen hier auch nicht so an. Ja, solche Abkürzungsring-Herausforderungen gibt es dann eher mit dem Burgermobil. Und ich muss sagen, die Burgermobil-Herausforderung finde ich tatsächlich auch schwerer als die jetzt hier. Von daher sind wir damit auch ganz gut dabei, denke ich. Also, ja, diese Abwärtsfahrangelegenheiten. Musst halt gucken, dass du nicht komplett runterfällst. Das wäre immer ein bisschen blöd. Das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so der sinnvollste Weg. Wir kürzen ihn mal ab. Ja, Patrick. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja, dementsprechend, ja, es gibt nochmal 4 Klausuren dann am Ende des Semesters. Und das ist auch in Ordnung. Ja, es gibt da Leute, die schreiben da wesentlich mehr. Sogar auch an der Uni in anderen Studiengängen. Also ich bin da mit Physik allein von der Anzahl der Klausuren her gut bedient. Was nichtsdestotrotz nicht unbedingt heißt, dass ich einen größeren Lernaufwand habe, weiß ich nicht. Kann man das? Ich habe es irgendwann schon mal unter ein Video geschrieben oder auch gesagt, in Physik hast du einfach nicht so das punktuelle Lernen, sondern mehr so das über Semester hinweg Lernen. Und das heißt, du musst halt über Semester hinweg auch an Wochenenden halt mal deine Hausaufgaben machen und halt etwas disziplinierter dabei sein. Dafür hast du dann während den Klausuren ein bisschen weniger Stress als andere, die dann während dem Semester nichts machen müssen, weil es nicht notwendig ist, aber dann auch nichts davon gelernt haben und deshalb dann auch ziemlich viel, ja, im Nachhinein wiederholen müssen. Ich merke gerade, dass diese Zeitherausforderung noch ewig lang ist. Guck dich das mal an, 5 Minuten 30. Wenn man einmal runterfällt, dann ist die Zeitherausforderung gelaufen. Das heißt, die Schwierigkeit hierbei besteht in erster Linie nicht darin, dass man die Zeit schafft, sondern eher, dass man nicht drauf geht in den 5 Minuten, ja. Und ich glaube, als Kind hatte ich auch ein paar Probleme, weil ich auch gerade eben bei dieser Stelle immer Schiss hatte und dann nicht richtig gecheckt habe, wann ich springen muss. Weißt du, dann kommt das Ding da hoch und du springst schnell aus Panik und dann landest du genau in der Lücke, die ja genau kurz nach dem Monster kommt, ja. Oh. Ja, das war nicht so gut. Aber ich denke, von den Bürgern her sollte das auch hier alles kein Problem sein. Und die Zeit ist, wie gesagt, auch sehr gut gewählt, ja. Ja, wie sind die Klausuren gelaufen? Vielleicht interessiert es euch. Waren beide ein bisschen einfacher, als ich es gedacht hatte. Mathe sogar ein bisschen viel mehr einfacher, als ich gedacht hatte. Es ist bei uns echt krass. Ich war in Mathe dieses Semester einmal in der Vorlesung und es bringt ja einfach nichts, in diese Vorlesung zu gehen. Alles, was ich an Wissen habe, kommt aus der einmal 2-stündige Übung die Woche und an dem, was der Übungsleiter uns an Material zur Verfügung stellt.
all mein Wissen kommt daher und es reicht einfach, um diese Klausur zu schreiben. Und alles andere, ja, alle, die in die Vorlesung gehen, wissen auch nicht mehr, weil die kriegen aus der Klausur, aus der Vorlesung halt nichts raus. So, 4 Minuten 32. Ich tippe, die Zeit, die schwere Zeitherausforderung wird vielleicht sogar unter 4 Minuten liegen. Mit, oder halt wirklich 4 Minuten 30. Dann müsste man überlegen, ob man nochmal einen anderen Weg fahren will, oder... Ja, das ist, wird interessant, wie ich das machen will. Weil mit ein bisschen Glück wären wir unter 4:30 gekommen. Schwierigere Herausforderungen auf dieser Rutsche. Wer hätte das gedacht? Sie ist heiß. Patrick, ich glaube, sie kann dich hören. Hört zu, ihr beiden. Wenn ihr rutscht, werden auf dem Weg Ringe erscheinen. Ihr habt nur begrenzt Zeit, durch jeden Ring zu kommen. Kommt durch alle Ringe und ich werde euch belohnen. Stimmt, Patrick ist ja so ein bisschen angetan von Mindy. Das ist, habe ich vollkommen vergessen. Das wird ja auch im Film immer zum Gag gemacht. Das habe ich echt voll verdrängt. Ja, coole Sache. Das hatte auch nochmal einen zusätzlichen Charme dadurch. Also vielleicht nicht Patrick, aber so an sich. Versteht schon. Ja, aber ich glaube, das wird hier auf der Strecke tatsächlich nicht so schwierig. Außer vielleicht die schwere Zeitherausforderung. Weil, was will man hier großartig noch machen? Gut, die Ringe kann man so scheiße setzen, dass man da runterfällt. Scheiße, ja, niemals darüber lachen, weil es geht immer nach hinten los. Das habe ich nach Erfahrung habe ich es mittlerweile mitbekommen. Spiele trollen dich immer genau dann, wenn du denkst, es ist einfach. Und vor allem dann, wenn du es aussprichst, ja, das ist dann auch nochmal. Betitel niemals ein Level als einfach. Nicht im LP, nicht wenn du mit Freunden spielst. Betitel niemals irgendeine Mario Party als gewonnen, bevor nicht der Sieger feststeht. Wichtige Sache, ja. Das darf man nicht vergessen. Ja, beide Klausuren ein bisschen einfacher als gedacht. War entspannt, das war sehr gut. Ja, für die Klausur jetzt heute hatten wir zum Beispiel 3 Stunden Zeit und ich glaube nicht, dass irgendjemand noch im Ernst, also... Außer vielleicht nochmal beim Durchgucken, länger gebraucht hätte als 2 Stunden und wir hatten einfach noch 1 Stunde mehr. Das war ziemlich unnötig. Warum ich jetzt so langsam geworden bin, verstehe ich nicht so ganz. Die Landung war irgendwie nicht so optimal. Oh, 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 oh. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das ist krass. Gut, den Weg könnte man sich merken, bringt aber zeitlich wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Aus dem einfachen Grund, ob man jetzt erst noch oben weiterfährt und dann runterspringt oder ob man direkt runterspringt, bringt, glaube ich, vom zeitlichen Aufwand her nicht so viel. Nee. Also es sollte relativ egal sein für die schwere Zeitherausforderung. Trotzdem sollte man immer mal wieder die Augen offen halten danach. Das ist wichtig, weil meistens wird der optimale Weg ja schon angedeutet von den Ringen, aber auch eben nur meistens. So, die Checkpoints bleiben schon gar nicht mehr aktiviert. Habe ich voll verdrängt, aber es wäre ja auch Schwachsinn. ja, von daher, heute übrigens mal wieder eine schöne Situation gehabt. Aufgabe, 2 von 5 Aufgaben mal lässig zur Seite geschoben. Es ist an der Uni echt krass, wie hart du einfach abschreiben kannst und wie wenig ist diese Aufsicht besteht ja auch aus Studenten. Ja, und nein, das ist nicht dein Ernst. Nur weil ich jetzt da nicht gesprungen bin oder was, was ist denn das? Ja, das ist doch unnötig. Ja, diese Aufsicht besteht ja auch aus Studenten und die kennen das wahrscheinlich, dass, und deshalb, also die machen, denen ist das auch fast egal, ja, weil du breitest dich wirklich über so einen, also meistens ist es so, dass man 2 Plätze frei lassen muss zum Nachbarn. Wenn der Hörsaal zu klein ist, auch manchmal nur 1 Platz und dann eben noch immer 1 Reihe Platz, damit die Aufsicht da durchgehen kann. Aber meistens sitzen die eh nur vorne, also es ist relativ irrelevant, höchstens für Fragen oder so. Aber trotzdem, du kannst dich auf deinen Platz, selbst wenn irgendjemand zu Fragen kommt, du kannst dich auf deinen Platz, kannst du dich wirklich so weit ausbreiten, dass der Platz zwischen dir und deinen Nachbarn, wenn es eben nur einen Platz dazwischen gibt, fast von deinen Blättern besetzt ist und dann ist es egal, ob man einen Platz frei lässt oder nicht, weil wenn die Blätter da liegen, dann kann eh jeder, ja... Aber ich muss dazu sagen, dass ich selbst ganz, ganz schlecht im Abschreiben bin und es auch nicht probiere. Ich glaube, das habe ich noch nie probiert, also nie wirklich probiert. Kann sein, dass ich irgendwann mal versucht habe, rüber zu schielen oder so, weil so effektiv gebracht hat es mir, glaube ich, noch nie irgendwas. Und ja, ich weiß nicht.
Unser Prof hat zum Beispiel auch gemeint, aus Physiktheorie, nehmt's sportlich. Und das ist auch immer so mein Gedanke, wenn ich in die Klausur gehe. Ja, mir ist meistens relativ klar, dass ich nicht durchfalle. Ja, und von daher, also wenn es dann wirklich mal eng werden würde und du denkst, du fällst durch, dann würde ich wahrscheinlich auch mal rüber gucken, ganz unauffällig. Aber wie gesagt, ich bin da sowas von ungeübt und wahrscheinlich auch sowas von schlecht im Abschreiben. Das ist unglaublich. Oh, das war dumm. Das hätte ich beinahe vergessen. Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, hier dir dann zu merken, welcher Weg wo ist. Eigentlich musst du es dir gar nicht merken, weil die Reaktion dafür locker ausreicht. Aber wenn du dann dich auf den falschen Weg einschießt, ist nicht so gut. So, wo war jetzt die Stelle, wo wir vergessen haben zu springen? Ja gut, die Schwierigkeit hier ist einfach nur, dass sie die Ringe halt so platziert haben, dass man ja teilweise so ein bisschen an den Abgrund fahren muss und so. Das ist die einzige Schwierigkeit so wirklich dabei. Und hier vielleicht ein bisschen darauf achten muss, dass man auch wirklich springt. Wieso kommen mir diese Sprünge jetzt komischerweise alle immer schwieriger vor als vorher? Vorher, ich meine, es ist ja durch die Ringe kaum anders. Der Streckenverlauf ändert sich ja nicht wirklich. Trotzdem kommt es dir stark anders vor. Oh, da oben gab's, glaube ich, den Spezialweg. Da können wir uns vielleicht sogar nochmal eine Truhe abgaunern beim nächsten Mal. Müssen wir uns nur merken, weil ich glaube, da... Also es sah mitten, da war so ein 50er Handel, so eine lila, ne, und da dürfte dann eigentlich ein Secret sein. Ja, also sportlich nehmen kann man so Klausuren an der Uni fast immer. Zumindest wenn man so am Anfang mal durchguckt und sieht, was man kann, und wenn das mehr als die Hälfte ist, dann, ja, dann ist es meistens auch so viel mehr als die Hälfte, dass selbst wenn du ein paar kleine Fehler einbaust, ja, das ist dann nicht so wichtig. Wieso wurde ich da jetzt getroffen? Und von was vor allen Dingen? Gute Frage. Ja, kann es sein, dass die Dinger hier mal später jetzt aufklappen, oder kommt mir das nur so vor? Und dass wir hier auch keine Burger bekommen oder so? Auch das kommt mir gerade so vor. Ist halt wieder das Problem, 5,5 Minuten jetzt ohne Fehler zu fahren. Das ist auch ein bisschen krass wieder. Aber muss halt durch, ne? Sind Herausforderungen. Nimm's sportlich. Ich glaube, das kann man so weiterführen. Hilft da vielleicht auch tatsächlich, wenn man eine Sportart macht, weil man dieses sportlich nehmen dann einfach ein bisschen besser hinkriegt. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Ich kann nicht schlecht einschätzen. Aber mir persönlich, ja, fällt es relativ leicht, da jetzt nicht zu verbissen an so eine Klausur ranzugehen. Und das ist auch immer wichtig, ja. Dann schreibt man auch automatisch ein bisschen besser als Leute, die da eben verbissen rangehen. Das war knapp. Da musste ich ein bisschen überlegen. Ein bisschen muss man jetzt hier auch schon variieren mit dem nach vorne und nach hinten drücken. Ganz einfach aus dem Grund, weil... weil man eben, wenn man einen Doppelsprung macht, vielleicht zu hoch wäre. Und wenn man einen einfachen Sprung macht, zu tief. Und dann muss man eben, ja, den richtigen machen. So, hier zeigen einem zum Glück die Ringe an, wo man lang muss. Das ist gut. Also nie vergessen, auch mal nach hinten zu drücken. Das bietet sich wirklich an. Okay, da ist das Ziel. Und Patrick geleitet uns durchs Ziel. Wunderbar. Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Yeah. Mehr Goofy Goober Münzen für uns. Weiß nicht, wollen wir jetzt... Wir machen erstmal die Schwere, oder? Weil die Überlegung wäre jetzt, ob wir nicht vielleicht erstmal die Truhen holen. Nun, wir haben Fähigkeiten. Verrückte Fähigkeiten. Haben wir? Kann ich meine jetzt haben? Bitte, bitte, bitte. Nun, wenn ihr diese männliche Zeit auf dieser Rutsche schlagen könnt, dann werdet ihr belohnt. Ja. So, und das Gute ist jetzt, keine Klausur mehr. 4 Minuten 10. Wir hatten 4 Minuten 30. Das heißt, irgendwo müssen wir noch eine Abkürzung finden. Okay, hier schon mal nicht. Ich wollte probieren jetzt hier irgendwie. Moment, da unten das... Okay. Das sah verdächtig irgendwie nach einem Trampolin aus, aber da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen vertan. Läuft die Zeit jetzt? Die läuft tatsächlich weiter. Kann man das irgendwie neu starten? Das ist ja behindert. Habe ich die schwere Zeitherausforderung immer im First Try geschafft bisher? Nee, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Never. Das wäre ein bisschen sehr utopisch. Weil eigentlich, ich hatte in Erinnerung, dass die Zeit dann immer wieder von vorne anfängt. Offenbar nicht. Naja, Klausuren sind rum, jetzt müsste man meinen, eigentlich freie Zeit, aber ich habe es ja schon mal gesagt, jetzt geht's an die Weihnachtsgeschenke, hey. Und ich weiß, auch
wenn ihr es mir vielleicht nicht glaubt, ich weiß, dass es Schwachsinn ist, das darüber so immer abfällig zu reden, weil eigentlich ist das überhaupt nicht der Sinn dahinter und ja. Ja, irgendwo tut's mir auch leid, ja, wenn die Leute, die ich beschenke, das jetzt hören würden, dann würden die das auch Panne finden, richtig Panne. Aber ja, es ist einfach was, was ich nicht unbedingt, ja, nicht gerne mache, weil ich die Leute nicht mag, sondern eher nicht gerne mache, weil ich dafür zu unkreativ bin. Und ich glaube, ja. Ja, da kriegt man auch immer wieder gesagt, dann, ja, zu unkreativ ist Ansichtssache und wenn du die Leute wirklich magst, dann fällt dir auch ein, was du denen schenkst und so, aber nee, Tatsache, tut es nicht. Da bin ich mir relativ sicher, wow. Das hätte ich jetzt so auch nicht vermutet. So, wollen wir jetzt probieren, den Alternativweg zu fahren, weil eigentlich brauchen wir einen Alternativweg. Entweder wir springen irgendwo runter oder wir finden noch einen Alternativweg, weil... Ja, wir müssen irgendwo Zeit rausholen. So viel steht fest. Zu weit runter dürfen wir natürlich auch nicht springen bei solchen Sachen jetzt hier. Weil dann werden wir aufgefangen. Das heißt, hier jetzt einen richtigen Alternativweg zu finden, wird eine Herausforderung. Das definitiv. Und mal sehen, ob ich es finde. Und ob es überhaupt noch einen gibt oder ob ich einfach schnell sein muss. Das wäre vielleicht auch... Ja, wohl 20 Sekunden kannst du eigentlich... Nicht mit nach vorne drücken aufholen, ey. Das kann eigentlich nicht sein. Hallöchen. Der ist immer noch nett zu uns, wie ich sehe. Also, alles gut. Ja, sowas ist halt eigentlich unnötig, aber... Naja. Ja, weiß ich nicht. Also Weihnachtsgeschenke werden jetzt sicherlich nochmal was, mit dem ich mich die nächsten Tage beschäftigen muss. Und ich hatte ja auch vor der Klausurenzeit irgendwann mal... Oder, ja, was heißt vor der Klausurenzeit? Ich hatte eine Aufnahme noch gemacht, bevor ich angefangen habe zu lernen. Und die war halt bei NSMB. Nee, nicht NSMB, sondern Super Mario 3D. Da wäre jetzt die Abkürzung übrigens gewesen. Fuck. Nebenbei, die Musik ist ziemlich geil, oder? Täuscht mich das? Ich glaube nicht. Die ist echt ziemlich geil. Bei Super Mario 3D World hatte ich eine Aufnahme gemacht, die war zumindest gegen Ende richtig behindert. Und die tut mir irgendwo auch noch ein bisschen leid. Aber ja, da sieht man wieder, dass man einfach keine Maschine ist und dass man nicht so abschalten kann. Und vor allem bei mir ist es halt, wenn ich irgendwo irgendwann Stress habe und so, dann brauchst du es gar nicht probieren aufzunehmen, weil aufnehmen während einer Stresszeit, das geht eigentlich nicht gut. Nee. Und deshalb, ja... Habe ich auch mit Cornel schon mal drüber geredet. Ja, du kannst nicht erwarten, dass ein LPer seinen Kanal immer durchgehend macht, ja. Und genau aus dem Grund würde ich es auch unglaublich schwierig finden, das beruflich zu machen, weil du dann einfach in der Verpflichtung wärst, es zu machen. Gut, dann wärst du auch in der Verpflichtung, aus Scheißaufnahmen noch möglichst was Gutes rauszuholen. Ob du das kannst, ist halt so die andere Sache, ne. So, kann ich hier irgendwo nochmal abkürzen? Kann ich das? Ich könnte hier sowas machen, aber ich weiß nicht, ob es das so wirklich gebracht hat. Ne, jetzt dadurch... Kann ich da hoch? Ne, da kann ich nicht hochspringen. Das ist scheiße. Das würde auch, glaube ich, nichts bringen, oder? Ne. Ich bin definitiv zu langsam hier, das merkt man. Ja, jetzt haben wir gleich die 4 Minuten 10 schon überschritten. Das ist noch nicht mal im Ansatz am Ende, oder? Naja gut, ich glaube, das ist der letzte Checkpoint und danach würde dann tatsächlich... Ja, hier kommt jetzt der letzte Abschnitt, aber das reicht halt nicht. Nee. Das Lustige ist, ab 4 Minuten 10, ich glaube, wenn die 4 Minuten 10 angezeigt wird, hast du, glaube ich, schon verloren. So, jetzt müssen wir uns merken, wo wir die Abkürzung nehmen wollen, weil das habe ich eben eigentlich im Sinn gehabt, aber irgendwie dann doch verdrängt. Das wird ein großes Problem. Wie viele Truhen gibt es hier in dem Level? Das wäre ein Indikator dafür, wie viele Abkürzungen man nehmen kann. Wenn ich das wüsste, könnte ich zumindest schon mal ein bisschen einschätzen. Ich habe es vergessen. Eine habe ich und 3 gibt es. Das heißt, 2 Abkürzungen könnte ich noch finden? Krass. Wo sollen die denn sein? Also eine kann ich mir vorstellen in etwa. Aber die zweite? Da unten ist doch so ein Trampolin. Seht ihr das nicht? Da muss man da irgendwie hinkommen können.
Ich probiere jetzt mal von hier oben da dran zu kommen, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, weil dieser Sprung ist halt einfach zu weit. Oder? Weiß ich nicht. Mal sehen. Ich falle jetzt hier einfach mal strack runter. Nee, okay. Vielleicht hätte klappen können. Also das war schon mal nicht, dann starten wir einfach nochmal neu. Ist eigentlich blöd, dass man das nicht mit einem Knopf oder so machen kann. Das hätten sie mal ein bisschen anders einführen können.